Es sieht so aus, als wären die Piraten im Wahlkampf buchstäblich in ihrem Element. Zumindest beim Sommerfest im brandenburgischen Fürstenberg letztes Wochenende. Eine super Gelegenheit, auch das neue potenzielle Erfolgsthema NSA-Skandal für sich zu nutzen. Bildlich und argumentativ. Da sehen wir, dass wir uns längst, und zwar seit über 10 Jahren, in Richtung Überwachungsstaat entwickeln, dass wir den gläsernen Bürger kriegen, die Verfassung, das Papier nicht mehr wert ist, auf dem sie steht. Und die Piraten bieten auch gleich Hilfe an, mit sogenannten Kryptopartys wie hier in Hildesheim. Hier kann man lernen, wie man seinen Internetverkehr verschlüsselt. Die Piraten präsentieren sich als die einzige Partei mit Netzkompetenz. Wir wollen eigentlich auch eine politische Lösung, um die anlasslose Überwachung unbescholtener Bürger zu unterbinden. Aber bis wir das umsetzen können, wollen wir zeigen, wie digitale Selbstverteidigung funktioniert. Wie ihr euch alle selber schützen könnt, das ist kostenlos und es ist einfach, mit einfachen Mitteln umzusetzen. So könnte der NSA-Skandal eine Steilvorlage für die Piraten sein, wenn die Kryptopartys auch neue Wähler anlocken. Bisher aber scheint dieses Angebot noch nicht den gewünschten Erfolg zu bringen.